Ich habe das mal quadratische Ergänzung und Binome genannt, weil da oftmals die gleiche Frage auftaucht. Ich packe das jetzt unter die Playlist quadratische Funktionen. Da werdet ihr irgendwie quadratische Ergänzung gemacht haben, um wahrscheinlich aus so einem Ausdruck, Normalform genannt, auf die Scheitelform zu kommen. Und da fragen viele immer, was passiert mit der und der Zahl. Ich will das einmal deutlich machen. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr habt die quadratische Ergänzung vom Ablauf her anders gemacht, schaut in der Playlist nach. Ich habe sämtliche Versionen reingepackt. Ich mache jetzt hier die Version, deshalb geht es vielleicht ein bisschen schnell, dass ich hier plus 7 den Einschub mache mit plus minus hoch 2 und dann die Zahl, die da steht, durch 2. Wie gesagt, keine Panik jetzt. Und es geht jetzt hier drum, um diesen Ausdruck, dass da jetzt auf einmal steht x plus 2,5 hoch 2. Und das müsste ich jetzt eigentlich noch ausrechnen, bin ich jetzt aber faul. Und dann hat man aber irgendwie hier so einen Ausdruck zu in Klammern hoch 2 gemacht. Und dann fragen immer viele, was ist denn da mit diesem mittleren Teil? Was passiert dann da? Und das ist in dem Sinne ein Binom, was hier steht. Ich könnte zum Beispiel auch nehmen x plus, was weiß ich, 8 hoch 2. Wenn ihr das ausmultiplizieren müsstet, könntet ihr ja x plus 8 mal x plus 8 schreiben und ausmultiplizieren. Ihr könntet auch die binomischen Formeln anwenden. Ihr würdet kommen auf x hoch 2 plus einem mittleren Teil. Das wäre hier 16x plus 64. Das wäre sozusagen dieses Binom ausmultipliziert. Und ihr seht hier die Struktur x hoch 2, Zahl mal x, nur die Zahl. Und als Binom geschrieben habt ihr nur was mit einem x, eine Zahl und in Klammern hoch 2. Und das ist praktisch die Version, in Anführungsstrichen, was Ausmultipliziertes zurück zum Binom. Und deshalb verschwindet dann irgendwie so hier der Mittelteil und aus dem x hoch 2 wird deshalb hier nur ein x und aus der 64 wird nur, in Anführungsstrichen, nur die 8. Weil, nochmal, wenn ich es ausmultiplizieren würde, völlig ausführlich, dann würde da ja stehen, das mal das ist x Quadrat plus das mal das ist 8x plus das mal das ist 8x plus das mal das ist 8 mal 8 und das sind 64. Und so kommt dieser mittlere Teil zustande, der ist zweimal da. Oder 8x plus 8x sind 16x. Da sieht man das eigentlich deutlich. Das kann man hin und her machen. Ich habe ja auch eine extra Playlist binomische Formeln angelegt. Wenn man das so ein bisschen im Querverweis da so durchgeht, alles unter der Oberkategorie 5. bis 9., 10. Klasse, dann sind das auch keine Hieroglyphen mehr und ihr kommt da locker durch. Falls jetzt die Frage kommt, was ist, wenn die Zahl nicht da ist, alles in der Playlist, quadratische Funktionen drin, quadratische Gleichung habe ich auch extra nochmal eine Playlist angelegt. Sucht euch das entsprechend heraus. Wenn noch was fehlt, schreibt durch.